Ja, hallihallo und willkommen zurück zu AM2R. So, weil es nicht schon schön genug war, dass ich meinen Speicherstand verloren hatte und dadurch 6 Spielstunden verloren hatte, war mein Renderprogramm jetzt auch noch der Meinung, ja, ich kann bei den letzten zwei Parts, die noch zu rendern sind, das aufgenommene Video einfach nicht lesen. Ist halt einfach defekt, ne? Ja, super. So, da ich aber leider auch die MKV-Datei schon gelöscht habe, kann ich es auch nicht nochmal in MP4 umwandeln. Aber gut. Es ist nicht viel, wir machen das jetzt einfach nochmal. Und wie ihr seht, ich stehe hier an einem Speicherpunkt ganz rechts am Rand der Karte. Grund ist der, dass ich hier noch ein Item geholt hatte. Und das zeige ich euch jetzt aber nochmal, wo das genau ist. Das waren nämlich einmal noch Super Missiles. Gehen wir mal. Moment, wie war das jetzt? Das war das. Ah ja, genau. So konnte ich diagonal ziehen. Ich muss mal kurz in die Steuerung wieder reinkommen. So, und zwar haben wir es hier. Seht ihr schön hier unten? Macht man die ganzen Viechers kaputt. Und hier habt ihr. Ups, da ist noch eins. Ah, okay, so. Gut. Ja, da ich inzwischen Super Metroid gespielt hatte, muss ich mir erstmal wieder ein bisschen mit der Steuerung zurechtfinden. Guckst du, ne? Ja, und zwar war das hier. Na? Weiß jetzt gar nicht, ob ich hier wieder raus konnte. Nö, musste ich zurück. Okay. Ja, gut. Hier waren auf jeden Fall noch einmal Super Missiles versteckt, die ich noch nicht geholt hatte. Da bin ich nochmal komplett zurückgegangen dann. Und ich würde sagen, jetzt laufe ich zu der Stelle, wo ich eigentlich hin muss, wo es dann auch mit dem Part weitergeht und wir sehen uns dann dort. So, hier waren wir das letzte Mal dann stehen geblieben und ja, mit 99% Items. Das passt also. So, und ab hier geht's jetzt weiter. Ja. Okay. Uhuhu. Alles klar. Ah, okay, da kann ich umschmeißen. Aua. Aua. Oh, der hat eine scheiß Hitbox. Alter, lass mich doch mal. Mann. Ja, und wie treffe ich das Vieh? Alter! Ich treffe den nicht. Jetzt. Mann, hat der eine scheiß Hitbox. Ja, ich komme nicht über den drüber, Alter. Toll. Oh, what the fuck? Ja, lass mich raus hier. Ach ja, komm, poke mich halt zurück. Alter, was ist denn das für eine Drecks-Hitbox? Ja, super. Mit. Alter, mit 3 Super-Missiles. Ey, ganz ehrlich, das ist so dumm.
Das ist so dumm gemacht. Halt völlig chancenlos bist hier. Dass du halt nicht drüber kommst, der trifft dich halt jedes Mal. Ja, dann haut er dich noch um, der kann's auch nicht ausweichen. Mann! Boah, was ist denn das für ein Bullshit? Alter, ja! Keil mich halt wieder ein da hinten, weißt du? Genau so muss das. Genauso scheiße unfair muss ein Spiel sein. Genau das muss es. Richtig, yo, und gleich nochmal. Alter, wie viele normale Missiles frisst denn der? Ich hätte ihn vorhin haben können, ne? Aber nee. Das Spiel ist ja der Meinung, ha, Spieler, du bist einen alten Scheißdreck wert, ne? Du machst gar nichts. Ich kick dich einfach wieder aus der Zone und dann fängst du von vorne an, weil es so schön ist. Warum den Spieler auch irgendwie mal ein bisschen was gönnen, ne? Nö, ach Quatsch. Warum auch? Ich kann froh sein, dass ich für das Spiel kein Geld bezahlt habe, ey. Dass es kostenlos ist. Alter, stirbt das Vieh jetzt mal oder was? Kann doch wohl nicht wahr sein, dass das 50.000 normale Missiles frisst hier. Das nervt gerade so dermaßen, ne? Meine Güte, ey. So was Dummes. Ja, und jetzt kriege ich nicht mal Super Missiles dazu, oder was? Ganz großes Kino. So, hier haben wir die letzten Super Missiles. Und damit sollten wir... Oh ja, diese blöde Anzeige. Ich will mein Menü sehen und nicht die doofe Anzeige. So, damit sollten wir 100% haben. Sehr schön. So, jetzt müsste es nach unten weitergehen. Also unten links. Alter, das war jetzt assi, ne? Der kickt mich das Spiel einfach zurück aus der Area. Du darfst jetzt von vorne anfangen, ja. Hm? Muss sowas wirklich sein? Kann man die Area nicht abschotten, solange wie der Kampf geht, halt, dass man dann... Also, ganz ehrlich. Ich frage mich, was sich die Entwickler da manchmal denken. So, ich gehe nochmal kurz zum Save Point. Aber manchmal denken die halt gar nicht. Das ist halt das Problem. Ich meine, es soll sicherlich dazu da sein, dass man aus der Area raus kann, ne? Aber ich meine mal ehrlich, wo ist der Unterschied, ob ich hier zurücklatschen muss zum Safe Point, weil ich da raus muss, oder ob mich das Vieh einfach killt und ich sowieso beim Safe Point wieder anfange, ne? Wo ist da der Unterschied? Da muss man doch nicht solche Grütze machen hier. So, gehen wir da unten lang. So, die kann ich auf jeden Fall auch schön mit dem Eisbeam erledigen. Das ist nice. Aber hier kann ich halt aus dem Ball nicht raus. Das ist dann halt weniger nice. So, jetzt muss ich mal gucken.
Obwohl, wir haben ja 100% Items, also hier unten dürfte nichts weiter sein. Ja. Alter! Noch mehr solche Viecher brauche ich. Ups. So, noch ein Save Point. Da muss ich dann schon mal nicht mehr ganz so weit latschen. Aber was ich gerade sehe. Ups. Obwohl. Die hauen dich auch jedes Mal aus dem Spin-Jump raus, ne? Und dann treffen die dich trotzdem. So, was haben wir denn hier Schönes? Danke. So, hier geht's weiter. Gut. Durchbomben einfach. Sehr gut. Da war weg. Oh ja, da bleibt sie wieder mit ihrer Birne hängen, da beim Hochspringen. Das, was Samus ja gerne mal macht. So, hier wird's dunkel. Dunkel ist nicht immer gut. Zumal es keiner geschafft hat, in den Superanzug von Samus hier mal eine Taschenlampe einzubauen, ne? Ich wollte gerade sagen, als ob der permanent an meinem Schuss vorbeifliegt. Natürlich. Natürlich, natürlich. Au. Genau in dem Moment springt sie natürlich nicht. Ist klar. So, was haben wir hier? Einen Save Point. Sehr schön. So, wir haben 3 Metroids. In dieser Area, ich würde sagen. Wir gucken einfach erstmal ganz hoch. Boah, unterbrich doch nicht jedes Mal dein Spin-Jump hier.
What the fuck, Samus? What the fuck? So, das ist aber bestimmt. Wieder so ein großes Vieh, oder? Aua. Das ist so eine Assi-Hitbox. Na, geht doch. Als ob, weißt du? Als ob. So. Da haben wir nichts mehr. Das war also tatsächlich nur... Das Viech. So. Aber hier genau noch einen Eingang gesehen. Wollte ich doch gerade sagen. Und bestimmt. Ja. Oh. Aua. Mist. Ja. Was soll ich da machen? Weißt du, was soll ich da machen? Wenn mich das Vieh hier einkeilt. Was soll ich da machen? Oh fuck. So. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Gut. Ah, ich würde mal sagen... Ich gehe dann erstmal zurück zum Save Point. Weil ich muss erstmal Munition auffüllen. Auf jeden Fall. Die treffen mich natürlich jetzt alle erstmal schön, aber egal. So. Es muss irgendwo hier noch ein Eingang sein. Hab ich. Alter, warum bricht die das denn jedes Mal ab? Ey, Mann. Ist doch nicht wahr. Also da haben sie echt richtig
Scheiße gebaut. Achso, hier komme ich noch nicht lang, okay. Geht. Dann gehen wir darüber. So. Hallo. Yep. Toll. Geh doch aus dem Ding raus, mein Gott. Ah, shit. Au, ah, fuck. Vergessen. So. Vergessen. So, ja, war auch nichts mehr. Sehr schön. So, dann, ups. Dann kannst du ja hier eigentlich nur noch nach unten gehen. Würde ich mal behaupten. Gleich durchgefallen bis unten. Warte, leider, dass der mich trifft. Das war so klar. So, da haben wir einen schönen Save Point und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir dann auch erstmal Schluss. Und ja, ich denke mal, im nächsten Part geht es dann endlich ins Finale. Dann sage ich schon mal danke fürs Zusehen und bis dahin.